Herzlich willkommen zu einem Video. Heute testen wir das Sediment Spider. 10 Artikel, sie jedenfalls sortiert von Rico. Feuerbatterie, Phantom, Sirene, 2 Stück drin, ein römisches Licht, ne, 2 Stück, 2 römische Lichter, zweimal die Luftige Kursfontäne müsste es sein, dann noch die 4 Farb. Was? 4 Farbprachtfontäne. Hinten dann noch die Höhenzauber und oben noch ein Vulkan. Der Vulkan. Warte mal, ich guck mal hinten drauf. Was leicht, das sollte mir jetzt immer. Wenn ich halt hier noch draufstehen. Dann stehen die am Lichtschritten drauf. Okay, der Vulkan sage ich dann euch, wenn wir das testen. Das ganze Moment hat eine NEM von. 167 Gramm. Ja, eigentlich schon viel. Und dann bis gleich zum Test. Herzlich willkommen, jetzt testen wir das Spider Sediment. Ja, mach ich mal auf. Fangen wir mit dem Vulkan an. Ein sehr schöner Vulkan. Jetzt machen wir weiter mit der Höllenfontäne. Hier. Okay, die war auf jeden Fall schlecht. Wir waren mit der 4 Farbenpracht. Jetzt machen wir mit der, wie heißt die nochmal, die 4 Farbenpracht von Tele weiter. So, die ging auch ebenso noch, aber gibt bessere. Jetzt haben wir die Luftikus-Fontäne. Die ist zweimal im Sortiment behalten hier. Zweimal drin und zünden einmal. Ich kann meine Kamera besser wieder vorheben. War auf jeden Fall
Ey, schöne blaue Sky, hat man schon gut auf der Kamera gesehen. Jetzt tun wir das Phantom-Sirene zünden, zweimal im Set enthalten. Bloß einmal zünden, bloß einmal. War eigentlich eine sehr schöne Fontäne, aber sehr kurz halt. Jetzt kommt hier noch die Feuerbatterie. Ich muss ganz kurz meine Kamera mal abmontieren von meinem Stativ. Eine kleine schöne Feuertopfbatterie, würde ich sagen. Jetzt kommt noch ein römisches Licht. Mit weiß ich nicht wie viel Schuss jetzt. Auf jeden Fall hatte ich sogar 5 Schuss und eigentlich so ist das Set sehr schön, einfach so für 0 Uhr und ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.